Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer am roten Mikrofon, Jojo Long. Und Chobi Hui am gelben Mikrofon. Was, welche Farbe hattest du denn beim Hörertreffen? Deine Mikrofonfarbe? Weißt du gar nicht mehr? Nein, ich weiß wirklich gar nicht. Oder hattest du gar kein Mikrofon? Doch, doch, doch. Doch. Ich habe Mikrofon gehabt. Waren so viele Hörer da. Hunderte von Hörern füllten den Saal und brauchte ein Mikrofon. Nein. Der Hauptgrund ist, dass ich nicht laut sprechen kann und daher ein Mikrofon wird schon her. Brauche, ja. Du hast eine zarte Stimme, die eine Klangverstärkung im Raum benötigt. Okay, und dann, die Hörer waren natürlich hin und weg gerissen von dir. Nein, gar nicht so übertrieben. Ja, nicht so übertrieben. Ich dachte, sie lagen dir alle zu Füßen. Ach nein. Nein. Ich war noch nie bei einem Hörertreffen. Ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Erzähl mal. Wo überhaupt hast du dich überall mit Hörern getroffen? Ja, also in Wien. In Wien? Na, zuerst mal in Berlin. Wieso zuerst in Berlin? Ja, weil Wien ist doch auch gut. Natürlich, Wien ist natürlich auch gut. Aber ich bin ja mit einer Delegation nach Deutschland geflogen. Ah. Und die erste Station ist Berlin. Daher, wir haben zuerst in Berlin ein Hörertreffen veranstaltet. Okay. Und dann in Ottenau. Ottenau? Ottenau. Wo ist denn das? Ottenau, also, wo Otter und Hase sich gute Nacht sagen. Nein, das Zentrum der Welt ist Ottenau. Bei, ich weiß, Hessen. Was? Hessen, oder? Das Zentrum der Welt. Ah, nein, nicht Hessen, in der Nähe von Stuttgart. Baden-Württemberg. Genau, Baden-Württemberg, aber in der Nähe von Baden-Baden und Karlsruhe. Aha, so okay. Ein. Und dann in Wien. Also und dann drei, in Wien. Drei Hörertreffen haben damit wir. Ist ja Ottenau wahnsinnig. Wahnsinnige Ehre zuteil geworden, oder? In einer Reihe mit Berlin und Wien und Ottenau. Ja, das ist doch toll für Ottenau. Ne? Ja, finde ich auch. Ja, wirklich eine schöne Ort. Mhm. Wirklich, wirklich ein sehr schöner Ort. Apropos Ottenau, ich muss vom, 25. Juli bis 28. Juli in Langenau übernachten, bei Ulm. Und ich habe noch kein Ferienzimmer gefunden. Könnte man das hier vielleicht mal durchsagen? Ne? Langenau, bei Ulm. Bei Ulm. Da gibt es nur Ferienwohnungen für über 100 Euro pro Tag. Das ist mir zu teuer. Ich möchte einfach nur ein Ferienzimmer. Habe auch mit der Touristik dort gesprochen. Ne? Die sagt, nee, sie haben nur Ferienwohnungen, keine Ferien. Das gibt es doch nicht. Da muss es doch Ferienzimmer für ein anständigen Preis, so um die 50, 60 Euro geben. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls jemand in Langenau bei Ulm kennen, bitte bei Jojo Long melden. Ja, auf jeden Fall, sei es Gaggenau, Ottenau oder Langenau, das sind ja schöne Orte. Ja. Findest du bestimmt welche. Gut, und sind die Orte so schön wie die Hörer? Ja, genau. Ja. Ja, wo waren denn wir wollen jetzt keine Vergleiche machen, ne? Das ist eigentlich schlecht, aber trotzdem mal so ungefähr, so Zahlen, ne? Wie viele Hörer waren denn in Berlin, in Ottenau und Wien? Also in Berlin haben wir 21 Hörer und in Ottenau etwa 26. Boah, noch mehr? Ja, genau. Ja. Und in Wien 16. Ah, okay. Mhm. Wien auch so viel? Mhm. Ja, dann denkt man gar nicht, ne? Ja, dass wir so viele Hörer auch in Österreich haben, ja, doch, die dann auch noch, vielen Dank, die dann auch noch bereit sind zu kommen. Das ist ja toll. Ja, das finde ich auch. Und tatsächlich haben wir wirklich sehr schöne Gespräche gehabt. Ah ja, und haben sie dich wenigstens eingeladen, ne? Einmal im Jahr kommt Bihoi nach Deutschland, haben sie dich zum Essen, zum Kuchen, zum Kaffee eingeladen? Ja, das tatsächlich. Auch. Ich bekomme und ich bekomme sogar Geschenke von Hörern. Oh, ja. Darfst du aber gar nicht annehmen, ne? Du bist ja halb Beamtin hier, oder? du darfst gar keine Geschenke annehmen. Ja, ja, aber naja, aus Freundschaft zum Beispiel habe ich 4 Wurst bekommen und eine. Moment, Eva, Bihoi, Ilon und Jojo. Eine für mich. Das ist ja super. Vielen Dank. Ja, das ist ja toll. 4 Würste. Eine für mich. Aber das alles habe ich schon alleine gegessen. Ach so, okay, dann beim nächsten Mal. Okay, ja. Kann man nichts machen. Das ist ja nett. Ne? Und ich habe noch Kartoffelsalat dazu. Kartoffelsalat, das muss ja sein. Das war aber dann in Deutschland, oder nicht in Österreich? Ja, doch in Deutschland. Ja, das muss sein in Deutschland. Gut. Das gehört zu Deutschland, genau.
Ja, das ist ja toll. Ja, genau. Ich habe natürlich auch andere Geschenke bekommen, zum Beispiel Schokolade, so Kleinigkeiten. Aber es muss wirklich nicht sein, wie du es schon gesagt hast. Wie ich schon gesagt habe? Ja, du, ich bin ja halbe Beamtin. Ach so, du darfst gar keine Geschenke annehmen. Ja, ja, okay. Aber sowas kann man doch annehmen, oder? Ja, 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 natürlich. Und dann alle zusammen. Und die Stimmung war auch super, habe ich gehört. Ja, ne? Das stimmt. Habt ihr was gesungen auch? Nein. Ja, aber wie machst du das denn? Allein gegen 26 Leute? Also die Hörer interessieren sich in erster Linie dafür, ob RTI in Zukunft weiter bei Kurzwelle bleiben würde, so. Könnten, ja, das ist... Und was ist die Alternative? Alternative? Keine Alternative. Nein, also wenn ohne Kurzwelle, dann kann man natürlich online oder durch Apps oder Podcasts weiterhin unsere Sendung hören. Aber den meisten Hörern, Hörenden bei den Hörertreffen wäre nach wie vor Kurzwelle lieber, hast du das Gefühl? Genau, genau, ah, genau, ja. Genau. Und die ja, das ist ja eine Leidenschaft, genau. Ein Hobby, eine Leidenschaft. Und die Intendantin hat gesagt, solange das finanzielle Mittel ausreicht, dann hat sie nicht vor, aus der Kurzwelle auszusteigen. Aber Intendantin? Intendantin war ja auch da in auch Berlin. Auch dabei, ja. Hast du das aufgenommen, was sie gesagt hat? Weil die vergessen ja sehr schnell, ne? Was sie sagen. Das muss man, habt ihr das auf Band? Nee, das habe ich nicht. Nicht? Ach, schade. Aber wenn man seine Worte ändern möchte, dann kannst du jeder sein. Ja, und vor allem, wenn man denkt, was die Delegation sonst so ausgegeben hat, ne, das sollte finanzielle Mittel wirklich kein Problem sein. Ja. Nein, das weiß ich nicht. Das weißt ja, du nicht. Also ich, ja, ich zahle kein Geld dafür alles. Ah, du bist auch eingeladen, ja, super. Ja, ja, auf der Dienstreise. Natürlich. Dienstreise, ja, ja, genau. Gut. Und worüber sprechen denn die Hörer sonst noch? Also über... Das Kurzwelle. War Kurzwelle oder? Oder dann, ob die Aktion direkt aus Stanshui auch in diesem Jahr abgehalten werden. Und? Ja, die Antwort ist ja, ja absolut. Direkt aus Stanshui, genau. Gut. Und dann, man interessiert sich natürlich auch für die politische Lage in Taiwan, ob unsere Sicherheit und ob diese Sender weiter arbeiten kann. Ja, der Sender ist wahrscheinlich das Erste, was von den Chinesen dann besetzt wird. Ne? Alle Radio- und Fernsehstationen werden als Erstes von den Chinesen besetzt. Ne? Oh, dann dann müssen wir in den Untergrund gehen, Bio. Dann müssen wir vielleicht nach Taidung oder so. Ja, ja. Und dann live aus Taidung. Nee, wie ist das? Direkt aus Taidung machen wir dann. Nee, könnte sein, aber wir wissen es nicht. Vor allem neben dem Sender ist ja auch noch so ein militärisches Gebiet. Ne? Ja, aber das wissen die Chinesen vielleicht noch nicht. Und dann, okay, nee, nee. Sicherheit, ja. Ja, Sicherheit ist sehr wichtig. Genau. Und ich habe da in ein oder zwei Hörertreffen gesprochen, als vor zwei Jahren, die Nancy Pelosi, die, ach, schon damalige, 3 Jahre her. Mhm. Ja, die damalige Repräsentantenhausvorsitzende in der USA hier war, bekam ich damals sehr viele Anrufe aus Deutschland oder den USA und ich hatte damals sehr viele Sofas angeboten. Das heißt, wenn ich nach Europa fliege nach Deutschland und ich dürfte bei denen dann im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen. Ja. Genau. Und, ja. Und ich habe das erzählt und dann bekomme ich jetzt noch mehr Sofas. Ah ja, und hier Jojo braucht ein Sofa in Langenau bei Ulm vom 24. bis 28. Juli. Ja, da muss es doch auch Sofas geben. Badewanne geht auch. Ich schlafe überall. Ich habe leider keine Angebote von. Alles lange genau. Mal schauen. Vielleicht bewirkt diese Sendung ja etwas. Ja, und wie läuft das dann so ab? Also du kommst da hin, Berlin, ne? Irgendjemand hat den Raum vorgebucht oder du selbst hast das alles vorgebucht? Nein. Wir haben in Berlin Ottenau, ihr weißt, Hörerclubs. Ne? Mhm. Und die machen das. Ja, die machen das. Das ist ja nett. Vielen Dank, verehrte Zuhörende, dass Sie das alles machen. Ich bin ja quasi eingeladen worden, an den Hörertreffen teilzunehmen. So, okay. Das war super. So, und dann kommst du da hin und dann kommt ein roter Teppich, wird ausgerollt und dann Blumen. Blumen. Ja, siehst du.
in Berlin. Und dann, genau. Und dann wirst du dann nach vorne geleitet irgendwie und dann fängt wie jemand an. Genau. Der Hörerclub-Vorsitzende fängt an. Genau. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Und dann kommt die Vizevertreterin des Taiwan-Büros in Deutschland, Julie Lin, zu Wort. Und dann kommt die RTI-Intendantin Lai Xiolu zu Wort. Mhm. Ja, und sie hat natürlich alle anwesend begrüßt und so. Und dann kommt zu einer Zeremonie. Eine Zeremonie? Ja, genau. RTI wird mit AIB zusammen ein Abkommen unterzeichnet. AIB, also AIB. AIB, A Association, I International Broadcasting. Ja, also eine internationale Radionetzwerk-Assoziation. Organisation. Ja, die haben vor Ort ein MOU unterzeichnet und wir alle Anwesenden sind ja sozusagen die Zeuge dieser wichtigen Moment. Aber ihr dürftet nicht mit unterschreiben, ihr dürftet nur zuschauen und klatschen. Ja, und Foto machen. Foto machen natürlich. Ja, super. Ja, super. Wirklich sehr schön. Sehr ja, und dann, schön. Das war jetzt ungefähr so eine halbe Stunde. Und dann? Und dann bin ich ja dazu gekommen. Ich habe schon in Taiwan ein Video und ein PowerPoint vorbereitet. Ja, genau. Und PowerPoint habe ich da gespielt und erklärt und dann zum Schluss noch dieses Video. Mhm. Und das hat alle wirklich Spaß gemacht. Und noch ein Höhepunkt. Da gab es tatsächlich ein Quiz. Ein Quiz, ja. Ja, und das hat wirklich Spaß gemacht. Aha. Ja, genau. Also zu der PowerPoint-Präsentation hast genau, du noch Fragen gemacht und dann haben die wirklich da mitgefiebert, wer jetzt die richtige Antwort zuerst sagt. Und dann haben sie noch Preise bekommen. Genau. Kugelschreiber oder so. Und die letzte Frage war ein Foto. Das Foto wurde mir vor über 20 Jahren aufgenommen. Wer ist wer? Ja, wer ist wer? Genau. Da war ich ja auch schon dabei. Oh nein, du warst ein Foto nicht. Herr Bier, das war dann vielleicht vor 30 Jahren. Ja. Und dann Andreas Bündig, der hat alle erraten. Ja, genau. Oh. Genau. Und er hat. Er sollte Andreas Fündig heißen, ne? Warum? Er hat alle gefunden. Andreas Bündig, der ist der Vorsitzende des Hörerclubs dort. Ah, ja. Ja, super. Ja, das ist wirklich schöne Stimmung, ja. Gut, das war jetzt Berlin. Okay. Berlin. Und dann Ottenau, da war keine Zeremonie mehr wahrscheinlich, oder? Nein, keine Zeremonie. Da hast du gleich mit deiner PowerPoint-Präsentation losgelegt. Ja, genau. Und dann, das dauert so eine Viertelstunde, oder? Deine PowerPoint und Film. Also insgesamt eine halbe Stunde. Ja. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Achso, und dann wird sofort, also nicht so offene Fragen, sondern persönliche Gespräche. Nein, offene Fragen. Also ich stehe da und zur Verfügung. Mhm. Man hat mir viele Fragen gestellt, aber die Fragen sind eigentlich so ähnlich. Ne? Mhm. Man kümmert sich um die Sicherheit Taiwans oder das Erdbeben oder Kurzwelle und dies und das. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass die Hörer wirklich sehr um uns gekümmert und wirklich gefürchtet, wenn China käme. Mm. Ja, so. Ja, und dann Frage-Antwort, das war dann auch so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden, drei Stunden? Ja, insgesamt etwa so drei, vier Stunden. Drei, vier Stunden? Ja, weil da waren viele Leute. Also nach dieser drei Stunden stehst du da vorne? Nein, stehe vorne etwa zwei Stunden, aber genau. Ja lang. Und dann noch so eben so zusammensitzen, oder? Zusammensitzen oder essen, austauschen. So, genau. Kleiner Spaziergang Spaziergang durch den Wald. Nein, so viel Zeit haben wir Beine vertreten, nicht. Also habt ihr nicht. Also das ganze Hörertreffen ist dann so um die vier Stunden. Ja, ungefähr. Kann man so sagen. Aber manche sind noch länger da. Die sind ja vor mir angekommen. Mhm. Also diese Hörertreffen ja fand in zwei verschiedenen Restaurants statt. Oh. Bei dem ersten war ich nur kurz dabei, gar nicht was angesprochen. Und bei zweiten war ich etwa vier Stunden da. In Ottenau? In Ottenau, nein, eigentlich genau gesagt in Gaggenau. In Gaggenau? Nicht in Ottenau. Und warum in zwei Restaurants? Weil man hat zuerst das erste Restaurant gebucht. Vor Jahren hat man das bekannt gegeben und dann erst später hat man festgestellt, dass die jetzt eine Mittagpause machen. Aha. Also von 12 bis 2 war
Ruhezeiten und man kann nicht dort bleiben. Ach so. Da hat man zu einem weiteren Restaurant gewechselt. Aha. Aber war auch nicht ganz verkehrt, weil dieses zweite Restaurant war direkt am Fluss und hat sehr schöne Landschaft. Ja, okay, ja, genau. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Ja, toll. Und dann bist du weiter nach Wien mit der Bahn wahrscheinlich. Ja, mit der Bahn. Mhm. Und das dauert ja ziemlich. Ja, da bist du durch meine Geburtsstadt gefahren, Rosenheim. In Rosenheim, ja. Ich weiß nicht, ob durch Rosenheim. Ja, du musst durch Rosenheim. Ja. Wenn aber in Rosenheim haben wir keine Hard. Genau, einfach nur durch. Man sieht dann rechts eben das Inntal, das schöne Inntal, wo es dann nach Österreich und Italien zum Brennerpass geht. Und du fährst aber geradeaus Richtung Salzburg und dann Wien. Ja. Da bin ich ja nach Wien gekommen. Und dann am zweiten Tag haben wir in Wien in einem vegetarischen China-Restaurant das Hörertreffen veranstaltet. Ein vegetarisches China-Restaurant? Da gibt es ja nicht viele. Moment, Bihui. Am Westbahnhof. Ja, genau. Am Westbahnhof. Und das ist da, daneben ist ein Hotel und das ist so ein Innenhof. Und da war ich. Da warst du? Da warst du auch. Tschüss, Kukin. Das weiß ich nicht mehr. Das Hotel hieß, glaube ich, irgendwas mit Kaffeemühle oder so. Genau, Kaffeemühle. Ja, ich habe auch in Kaffeemühle übernachtet. Ah ja, toll. Ja, genau. Das passt perfekt. Ja, und ich bin ganz perplex. Wie klein ist doch die Welt, ne? Genau. Ja, ich habe da damals eine Reisegruppe aus Taiwan hinkutiert und das war so praktisch, genau. Also, in welches Zimmer hast du da? Das weiß ich nicht mehr. Sechster oder siebter Stock wahrscheinlich. Okay, ich bin ja im fünften Stock. Ja, das kann auch fünfter Stock gewesen. Also das weiß ich wirklich nicht mehr. Das war schon vor 5 oder 6 Jahren. War schön eigentlich. Ja. Und dann habt ihr in dem Restaurant? Ja, Hörertreffen veranstaltet. Nur ihr alleine in dem Restaurant? Nein, wir haben eine kleine Ecke. Ah. Also da passt genau für sechs. Da konntet ihr gleich Werbung machen. Genau, die anderen Gäste gleich mithören. Ne, habt ihr neue Hörer gewonnen vielleicht? Nein, neue Hörer nicht, glaube ich nicht. Aber die Stimmung war wirklich sehr gut. Sehr gut, ja. Also haben vieles Interessante erzählt. Ja. Sei es über die Kurzwelle oder Wertlage und Wirtschaft und alles. Ja. Und wir haben sogar eine kurze Buchvorstellung. Eine Buchvorstellung? Ein junger Schriftsteller, der zugleich ein Musiker ist und hat an unserer Hörertreffen teilgenommen und sein neues Buch kurz vorgestellt. Und das Buch heißt Kurz. Nein. Kurzwelle. Nein. Sondern Inschein der Pütze. Ja, zeig mal her. Ja. Jimmy Brainless. No. Wahrscheinlich der Künstlername, ne? Ja. Jimmy Brainless. Oh, hinten ist ein Bild von ihm. Das ist ein hübscher. Ein hübscher. Freue mich. Ich habe mehrere Fotos mit ihm gemacht. Ah, toll. Ja, das machen Taiwanerinnen immer gerne, ne, mit hübschen Männern sich fotografieren lassen. Ein monumentales, transgenerationales Epos zwischen Europa und Taiwan. Mhm. Packend und lehrreich. Das klingt gut. Ja, ich freue mich, dass man sich immer treffen und dann nicht nur austauschen, sondern auch vieles kennenlernen können. Ja, ja. Also das zum Beispiel. Das finde ich auch interessant. Na, jeder hat so irgendwie seine Besonderheiten weiß man ja sonst nicht. Genau. Ja, aber jetzt gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu erzählen, aber wir haben keine Zeit mehr, Bihui. Wir müssen leider Schluss machen. Ja. Aber wir bedanken uns schon mal bei allen Zuhörenden, dass sie wieder hier mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop. Da ist immer alles bunt durcheinander gemischt, wie in einem Kaleidoskop eben. Am Mikrofon bedanken und verabschieden sich wie fast immer Chou Bihui und Yolong. Bye-bye aus Taipei.